Alonso von der La Patrie. Ich grüße die junge Dame, die von gesprochen hat. Ich kann mich nur in meinem Selbstsein hier äußern. Was ich vorhin erlebt habe, da waren Du-Aussagen, die mir nicht gefallen, oder Sie. Das ist mir aufgefallen. Also so kann man eine Beziehung kaputt kriegen durch Vorwürfe und durch schlechtes Gewissen und dem anderen irgendwas in die Schuhe schieben oder ihm oder einfach sagen und behaupten, du bist ein sowieso sowieso. Wenn ich sage, ich nehme wahr, als würdest du sowieso sowieso sein, dann ist es eine Wahrnehmung, die ich habe. Dann kann ich mich dann schon mal irren. Ne? Und ich bitte dann auch im Gespräch mit anderen auch um den Respekt, um den auch gebeten wurde. Da bin ich dann sozusagen auf der gleichen Linie und mit der gleichen Idee unterwegs, aber in der Praxis. Ne? Und es genügt nicht zu fordern. Ne? Ich kann viel fordern, aber anfangen, ne? Und das wäre dann die Ohnmacht, die ich dann auflöse, fordern kann ich ganz viel. Machen muss ich erst selber. Und da kann ich dann vorschlagen, sozusagen, die Idee ist dann, sich zusammenzutun, miteinander zu reden, im Respekt. Und zwar in einem wohligen, wohlmeinenden Ton, wo ich auch die andere Ansicht des anderen respektiere und ihn in Ruhe anhöre. Fordern alleine genügt nicht. Wenn ich sage, ich fordere, die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit aufzulösen, das fordere ich. Ja? Das kann ich 10-mal fordern und mich 10-mal für einsetzen. Ja? Aber die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit, die ich selbst wahrnehme auf meiner Resonanzfläche, ja, die ist ja noch da. Weil ja auch die Menschen, ja, denk mal nach. Nee, was nützt denn das, wenn ich fordere und ich setze es nicht in die Tat um? Na, ich fordere ja auch nicht eure Aufmerksamkeit. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da, das ist freiwillig. Na, ich gebe mir so viel ich kann, gebe ich mir Mühe, eine ordentliche, vernünftige, sinnvolle Sprache hier zu verwenden, um Inhalt rüberzubringen, dass das bei dem Einzelnen auf seiner Resonanzfläche entsprechend ankommt. Das Denken, das kann ich dem anderen nicht abnehmen. Ich kann ihn jetzt 10-mal auffordern, mal darüber nachzudenken. Das nützt nichts. Ne? Denk mal darüber nach. Ne? Das war vorhin der Satz. Und genauso gut umgekehrt. Ne? Das habe ich dir auch geraten. Das kam dann auch zu. Das ist wunderbar. Da merkt man schon mal, da den Respekt. Da den Respekt. Das wünsche ich mir. Diesen Respekt miteinander. Und dann möchte ich von diesen Phrasen weg, von diesen Begriffen der allgemeinen Politik, ne? Die Abnahme der Neuverschuldung, das ist auch so ein Begriff aus der Politik, das geht mir auf den Sack, also das geht mir auf den Geist, ne? Wohlgesprochen. Ne? Und darauf zu achten, auf eine wohlsortierte, geordnete Sprache, die das sagt, was sie meint. Dann kommen auch die Werke zustande, dann trifft das Recht auch. Und wenn das Recht willkürlich missbraucht wird, dann können wir das benennen. Und das mögen die Mächtigen auch nicht, denn die Mächtigen werden nur so lange regieren, die Großen werden nur so lange regieren und Macht ausüben, solange die Kleinen kriechen.